Hallo, Freunde der entspannten Bauklötzchen-Unterhaltung, zu einer neuen Aufnahmesession Let's Showplay Minecraft. Mit mir, der lieben, guten, freundlichen und überaus reizenden Matta. Und ich, ja, ich habe ja schon letztes Mal angekündigt, was wir dieses Mal machen werden. Ja, ein großer Grund dafür, warum wir das überhaupt machen, ist dieser hier. Kohle, Kasten, Kasten leer. Was schließen wir daraus? Daraus schließen wir, dass die Kohle alle ist. Und das ist ein Zustand, den ich so absolut nicht akzeptieren möchte. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein bisschen auf Höhlentour und ein wenig Kohle sammeln. Bevor wir das machen, möchte ich euch allerdings mal noch zeigen, was ich noch gemacht habe, als ihr nicht hingeschaut habt. Moment, ich mach mal eben die Musik an. Dann ist das auch ein bisschen schöner. Ja, ich habe nämlich noch ein bisschen das Gewächshaus verändert. Ich habe einfach mal versucht, das noch ein bisschen schöner zu machen, dass das nicht einfach nur so ein Glasklotz ist, der da hingeklatscht wurde. Ich habe da ein bisschen mehr Holz noch drum gemacht und habe hier noch ein paar Sandstone-Stützen installiert und dann habe ich das Ganze einfach ein bisschen mehr nach Haus aussehen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich in der Mitte nochmal Holzstützen, das Dach hoch. Ist mir gerade so aufgefallen. Das könnte man auf jeden Fall noch probieren, dann sieht es vielleicht noch besser aus. Ich habe ja letztes Mal rumgenölt, dass mir das Gewächshaus nicht gefällt. Ich habe mir da ein bisschen was, ja, einfach mal ein bisschen rumgebastelt und jetzt gefällt es mir immer noch nicht, aber es ist schon mal besser als vorher. Ja, die Sachen sind übrigens auch schon gewachsen. Können wir mal gerade abernten, dann kann das wieder neu wachsen. Damit wir dann auch wirklich hinterher ordentlich Sugarcane-Vorrat haben. Wenn wir denn dann mal ein paar Level gesammelt haben, können wir dann ordentlich Bücherregale bauen und ziemlich coole, hochlevelige Verzauberungen machen. Das wäre natürlich meiner Meinung nach eine ziemlich gute Sache. Die abgeernteten Sugarcanes gehe ich dann mal eben in den Pflanzencontainer packen. So, und ihr seht übrigens in meinem Inventar, ich habe mir eine Rüstung gebastelt, eine Iron-Rüstung. Die legen wir jetzt schon mal an. Dann können wir nämlich in der Höhle dann, sind wir ein bisschen geschützt und können auf jeden Fall, ja, können einfach gucken, dass wir nicht verrecken. Okay. Ja, das Inventar habe ich übrigens auch schon soweit ausgeräumt. Das dürfte alles passen. Wir haben eine Schaufel, wir haben Spitzhacken, wir haben zwei Schwerter, wir haben ein paar Torches, die ich gerade noch so zusammenkratzen konnte mit dem Rest Kohle. Wir haben was zu essen, wir haben einen Bogen, wir haben noch ein bisschen Iron, um Sachen nachzucraften. Ein Crafting Table und eine kleine Chest. Und ich würde sagen, es geht jetzt einfach los. Und ich mache mal die Musik wieder ein bisschen lauter, die ist mir nämlich sonst zu leise. Ich habe extra den Kopfhörer nur halb auf, damit ich nicht so schreien muss, weil letztes Mal habe ich nämlich ganz schön gebrüllt, weil ich mich selber gar nicht gehört habe. Das ist mir so aufgefallen. Habe ich euch angeschrien, als ich geredet habe? Das möchte ich natürlich nicht. Moment mal kurz noch schnell, was ich noch vergessen habe. Genau. Nein, falsch. Na, wo ist es denn jetzt? Moment, ich bin gleich wieder da. So, und weiter geht's, da bin ich schon wieder. Ich habe eben, hatte ich vergessen, meine Datei zu öffnen, wo die Themen drin stehen, die ich mir überlegt habe. Denn ich würde sagen, wenn wir in die Höhle gehen, kann ich ja wieder ein bisschen quatschen. Das gefällt euch ja immer ganz gut, habe ich zumindest so erfahren als Rückmeldung. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich hoffe, es geht hier jetzt auch weiter, aber ich meine es in Erinnerung zu haben, dass die Höhle relativ groß und tief ist. Wir suchen uns dann auf jeden Fall eine Bleibe, wo wir die Chest aufstellen. Da kommt uns schon ein Creeper-Mann entgegen. Ich sehe es schon. Bam! Bam! Oh, der hat... Oh, unser Bogen, der ist aber ordentlich stark. Wenn man so überlegt, ne? Nur zwei Schuss haben wir gebraucht gerade.
schon ordentlich, der Bogen, der da so gedroppt ist. Ja, wo bauen wir uns jetzt die Bleibe hin, ist die Frage. Was ist das? Ist das? Moment mal, ich muss mal kurz die Musik pausieren. Hört ihr das? Was ist das? Wo kommt es her? Ein Schaf? Wow! Ich weiß gerade, ich kann gerade nicht zuordnen, was das für ein Geräusch ist. Es wird auf jeden Fall leiser, wenn wir hier lang gehen. Ich würde gern wissen, was das ist. Hallo Schaf. Ha, da ist ganz viel Kohle, die würde ich mir gern holen eigentlich. Hier ist auch nichts. Komisch. Versteht ihr das? Ich nicht. Geh mal weg, du doofes Schaf. Oh. Och Mann, ich will hier wieder hoch. So, wo geht's jetzt lang? Mal ganz scharf nachdenken. Wo könnte das jetzt herkommen? Von oben? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hätte mir zumindest so eine kleine Handvoll Gravel oder sowas mitnehmen. Gravel, sag ich schon. Dingsbums. Ach, wieder runtergefallen. Dumm. So eine kleine Handvoll Zeugs mitnehmen sollen hier, so Dirt und sowas. Ach, geh doch sterben, du Schaf. Hier vielleicht, nein. Wo könnte das noch herkommen? Na egal, wir gehen erstmal hier die Kohle abbauen, dann hätten wir nämlich schon unseren ersten Kohlevorrat gesichert. Ich möchte jetzt wirklich wissen, was das für ein Geräusch ist, aber ich kann es überhaupt nicht orten, wo das herkommt. Vielleicht wisst ihr ja, was das ist. Hören sich denn so Slimes an? Nein, oder? Weil ich habe noch nie einen Slime gesehen im Spiel und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wie sich die anhören. Deswegen wäre das so die einzige... Nein! Wow, die einzige Vermutung, die ich habe, was das für ein Geräusch ist. Naja, okay, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr hinterher. Wir machen dafür die Musik wieder an. Und es geht weiter. Außerdem hört man das auch so. Aber neugierig bin ich da jetzt schon, was das ist. Ach ja, ich wollte ja die Höhlen-Playlist eigentlich lieber anmachen. Weil hier ist es leiser. Sehr komisch. Und ich habe immer noch nicht entschieden, wo wir jetzt unser Lager aufschlagen. Tja. So. Ich muss auch erstmal mich wieder an Minecraft gewöhnen. Ich habe das echt länger schon wieder nicht mehr gespielt jetzt. Ich habe generell länger nicht mehr gespielt. Ich habe eine ziemlich lange Aufnahmepause gemacht. Mit allen Spielen. Nicht nur mit Minecraft. Dürfte jetzt so 2 Wochen her sein oder so. Okay, hier geht's auf jeden Fall runter. Wow. Hallöchen. Tschüsschen. So, tot. Creepermann. Wow, den haben wir aber noch rechtzeitig zerhäckselt. So, dann können wir gleich nämlich schon mal noch ein paar Fackeln herstellen. Ich mache jetzt die Höhlen-Playlist an. Die habe ich nämlich neu gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob die gut ist. Werden wir ja jetzt gleich sehen. Wo kam das her? Werden wir ja jetzt gleich sehen. Erstmal haben wir Gewitter da drin und das ist schon mal gar nicht so passend. Nein, meines Wissens nach Gewitter ziemlich in Höhlen nicht. Kohle, Kohle, schön. Dann haben wir schon mal ein bisschen Kohle zusammengekratzt. Zack. Ja. Ich möchte gar nicht wissen, was wir hier alles so Tolles erleben. Oh. Warum habe ich so mega Hunger?
Mensch. Muss ich schon mal Brot fressen? Wow, nein. Geh bloß weg, du. Boah, zwei Schuss. Ernsthaft. Sehr stark. Der Bogen. Hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Zumindest nicht offensichtlich. Da oben haben wir noch Kohle. Kohle, genau. Eisen meine ich natürlich. Wo kommt das her? Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. So, das sieht ja lustig aus hier. Ich stelle jetzt erstmal ein paar Fackeln her. Gut, dass man das einfach so kann. So, wir brauchen ja ganz viele Fackeln. Also kann ich ja mal die Kohle ganz verbrauchen. Da kommt es wieder, das Geräusch. Interessant. Vielleicht ist das tatsächlich drunter. Unter der Höhle, wo wir eben waren. Wow, jetzt habe ich mich voll erschrocken. Das war aber im Lied. Och Gottchen, ey. Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Da auf einmal irgendwelche Geräusche einbauen, die ich gar nicht erwarte. Spinni, wo bist du? Oh Gott, ich bin so froh, dass wir diese scheiß Rüstung anhaben. Weiter. Erstmal schön alles abbauen. Hier ist irgendwo ein Skelett. Da ist ein Skelettilein. Tschüss, Skelettilein. Och. Was? Ach, da haben wir uns noch eine Spinne, die mich anspringt. Auch super. Na, das kann ja heiter werden. Das fängt ja schon mal gut an. Da ist noch ein Creeper. Warum? Ich habe den ja wohl dreimal getroffen. Warum ist der nicht gestorben? Hallo, Spinni. So. Ich möchte immer noch wissen, wo das Geräusch herkommt. Kommt das hierher? Oh, fuck. Oh, scheiße. Ist da hinter mir noch einer oder was? Da ist ein Schleim. Das ist tatsächlich ein Schleim. Wir haben unseren ersten Schleim gefunden, Leute. Nicht, dass ich irgendwas mit Sticky Pistons zustande kriegen würde, aber wow, wir haben Schleim gefunden. Ja, gut. wenn ich nicht so unfähig wäre mit so komplexeren Bausachen bei Minecraft, ne? Dann würde ich mich jetzt auch irgendwie mehr freuen. Aber vielleicht fällt mir ja doch mal was ein. Vielleicht ziehe ich mir ja mal ein Tutorial rein oder so und dann baue ich irgendwas mit Sticky Pistons. So. Ganz viel Kohle. Das freut uns doch. Am besten wir gehen hier mit 5 bis 10 Stacks Kohle raus. Dann hätte ich, dann wäre ich sehr zufrieden. Ach ja, ich sollte übrigens, wirklich wieder dazu übergehen, die Fackeln rechts anzubringen und nicht links. Das hatte ich doch schon mal gesagt, dass man da viel besser dann wieder zurückfindet. Schade nur, dass ich mich an meine eigenen Tipps nicht halte. Aber man kann ja nicht alles können. Tun, machen, sollen. Da oben ist noch eine Höhle. Na, hervorragend. Mein Gott, was ist das hier für eine Höhle, Leute? Und die war direkt vor der Haustür. Ich habe sowieso das Gefühl, die Map ist... Oh, die Map ist komplett unterhöhlt. Mit irgendwelchen Sachen. Warum haben wir eigentlich nur 4 Slimeballs? Müssten das nicht mehr sein? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Slime-Experte. Also zumindest nicht, was Minecraft-Slime angeht. So, blablablub. Nur ein Vorkommen, wie öde. So, ja, während wir jetzt hier, wobei ich wollte ja eigentlich hier irgendwo mal unsere Base hinbauen. Fällt mir gerade so auf. Beziehungsweise ein.
Das habe ich jetzt immer noch nicht gemacht. Aber vielleicht brauchen wir das auch gar nicht. Ups.